Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conflict of Nation, Random Nation. Wir haben Tag 64. Ja, wir haben hier so ein paar Probleme mit den kleinen Invasoren hier, aber wir werden ihn genauso nerven wie der uns. Wir haben hier aktuell auch keine Probleme. Wir heizen hier einfach bequem durch. Unsere U-Boote sind hier mittlerweile weg. Aber wir sind mittlerweile eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Sollen sie mal probieren. Ich würde schon sagen, da hätte ich jetzt einmal angegriffen, aber da ist nichts. So. Wir sind auch fleißig dabei, unsere Infanteristen und allen drum und dran da hinten hinzubringen, damit wir hier eine Landungsbrücke kriegen in Afrika. Aus unserem Guten und Ganzen sieht das eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Was wir brauchen, sind jetzt gerade hier keine Flugzeuge. Wir brauchen hier nämlich auch hier diese Gepard-Luftabwehr wegen. Ich habe gesehen, wir haben Probleme mit, wie soll ich sagen? Probleme mit Hubschraubern. Und zwar die Hubschrauber werden nämlich hier hinten eingesetzt. Von Kongo. Wir haben nicht so viel gegen Hubschrauber anzusetzen, außer vielleicht die Zerstörer selber, also Kreuzer hier, die können ein bisschen was gegen Hubschrauber machen, aber sonst haben wir in unserer Armee nichts dabei wegen Hubschrauber. Und die sind halt sehr nah, stark, wenn sie effektiv arbeiten. So, unsere Arti, die wir hier haben, böllert hier gut durch, das soll sie auch. Hier soll man alles rebellieren, hier soll komplette Rebellenstaat entstehen. So, den Schlenker machen wir auf jeden Fall. Hier ist eine annektierte Stadt von Chile, die müssen wir auf jeden Fall auch erobern. Läuft das? Würde ich mal sagen, wenn nichts Spannendes passiert, sehen wir uns morgen. Oh, Shaggy's, da ist ja jemand auf Lauer. Die werden aber auf jeden Fall abgeschossen. Das ist doch schon mal wenigstens etwas, dass die Helis hier gleich nicht mehr so gut existent sind. Der wird nicht mehr leben, wegkommen, der Heli. Und da sind U-Boote und Schiffe. Das ist doch schon mal gut, dass ich hier auch Zerstörer dabei habe. Immer noch auf jeden Fall Damage. Das war, glaube ich, schon 5er-Stack, ne? War ein 5er-Stack, ja. Da kommen ja auch noch welche. Da kommen ja auch noch welche. Wird das doch was? Da ist eine Fregatte fertig. Hier ist noch kein Schiff im Bau. Können wir auch nichts so gerade im Bau setzen. Nicht mal eine Rakete. Doch, hier können wir was reparieren. Aber dann ist auch gut gewesen, ne? Wir machen mal ein bisschen Minus. Und sonst ist alles gut. So, die Helis gibt's nicht mehr.
irgendwie weg. Wenn die jetzt angreifen, wann greifen die an? Gut, die greifen sofort an in 15 Sekunden, 14 Sekunden. Dann sind die weg. Wie Schaden werden die nicht machen? Und weg sind sie. Was? Kann der überlebt haben? Der hat auf den angegriffen, ne? Nicht auf den. Verstehe. Wie es aussieht, sind hier jede Menge Schiffe. Ne? Ich schieße mal alle meine Raketen ab. Ich habe schon angefangen. Sie hier dann halt so noch ein bisschen unterstützen. In den Vieh reingeflogen. Guck mal, das gerade rumschwirrt. Ich muss das gleich mal gucken, wo das ist. Ich will jetzt mal hier fertig machen. So, eine kann ich nur abfeuern. Da sind auch U-Boote bei. Deswegen, ich habe jetzt alle abgefeuert, die ich habe. Gucken wir, ob das was bringt. Sehen wir gleich. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir überhaupt angerichtet haben. Die ganzen Raketen sind ja noch nicht angetroffen. Aber ein paar haben getroffen. Hier haben wir auf jeden Fall schon ein paar Kills auf den Backen. Schon mal sehr nice. Versuchen gerade, glaube ich, mit aller Macht hier gegenzukommen. Greif Kreuzer an. Auf jeden Fall ist da massive Gegenwehr. Massive Gegenwehr. Wir versuchen aber so viel wie möglich an Schaden zu machen. Und wir machen hier für uns plus 20% Angriff und 25% Verteidigung. Ist ja schon nice. Wir machen ordentlich Schaden auf jeden Fall, sobald wir treffen. Und die treffen wir auch sofort. Er hat Marine auf jeden Fall nachgerüstet, jede Menge. Ich ja auch. Hier ist noch ein 5er Stack, da ist noch ein 5er Stack, da ist noch ein 5er Stack. Also, wenn es danach geht, sieht das auch gar nicht mehr so schlecht aus. Oh Mann. So, haben die jetzt getroffen oder nee? Scheint nicht. Das sind noch U-Boot. Auf jeden Fall ganz schön massiv hier, was hier so abgeht. Aber meine schießen jetzt als erstes. Und
dann sollen die können ankommen, circa 10 Uhr. Ganze Spaß vorbei. Weißt du, was wir machen? Wir landen hier jetzt an. Den von hier jetzt ankommen. Wenn wir nämlich ab morgen hier die Invasion starten, gucken, wie es dann da aussieht. Wir warten auf jeden Fall, dass die aufeinander aufschließen können. Die kommen noch zur Verstärkung dazu. Dann passt das. Hier wird eine Invasion sein und da wird eine sein. Dann passt das, dann kommen zeitgleich hier zwei Armeen und dann ist gut. Und dann marschieren wir hoch. Tag 65, wie zu erwarten, die Flotte ist leider hier nicht überlebt. Aber wir sind ja trotzdem guter Dinge und schicken ja die Flotten zu einer Position, damit sie dann halt hier kämpfen können. So, die gehen hier auf Position. Können ja dann schon mal kämpfen. Wenn möglich. Pushen kann ich leider nichts. Sprit habe ich mehr als genug. Gucken, ob die hier mehr Kills mittlerweile gemacht haben oder ob die es mittlerweile hier aufgegeben haben. Ah, ich weiß noch nicht, ob sie es hier aufgegeben haben. Anscheinend wohl noch nicht ganz. Ab und zu schießen sie immer hier eine Rakete rüber. Ist anscheinend nicht immer das, was die unbedingt hier haben möchten, ne? Naja, Level 2 muss nicht sein, aber... ein paar Sachen kann man ja mal hier ab und zu mal reparieren. So, sind die auf Gegner getroffen? Anscheinend ja. So, die... sind anscheinend auch auf irgendwas getroffen, glaube ich, unterwegs, oder? Der Wende ist auch relativ egal. Auf jeden Fall hier, die annektierte Stadt geht hier auf jeden Fall drauf. Ich werde in Kongo landen. Das sagen die Punkte, bis die zum Sieg, ja, die sinken wieder. Das ist gut, weil wahrscheinlich hier gleich die Rebellion alle losgehen. Ja, das ist doch herrlich. Alles an Rebellieren. Wegen den ganzen Sprengköpfen. Das heißt, die Welt wird nachher richtig, richtig untergehen. Und zwar unter Rebellenart. Das wird lustig. Die hat auch noch nichts abgewehrt, aber trotzdem, die sollten wir nicht verachten. Die haben doch bestimmt auch Kills. Ne, nur nicht. Ne, dann haben sie es darüber noch nicht versucht. Haben die irgendwas? Ja, das ist auch ein schöner gemischter Stack, ne? Meine Ressourcen gehen so weit runter, ne? Weil ich so viele Städte schon verloren habe. Aber ich halte mich trotzdem.
Ich halte mich trotzdem. Und ich versuche es so gut wie möglich. Komm, versuchen wir es erneut. So, einmal hierhin. Dann einmal aufteilen. Hierhin. Hier. Geht auch. In die Nähe. Gut, und ihr macht jetzt einfach mal kurz Küstenkontrolle. Alles gut geht. Teil der Invasion läuft. Wenn ihr da seid, geht dahin. 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 Dorthin. So, aufteilen. Ihr geht hier jetzt an Land. Kenia, bin ich doch schon lange im Krieg. Ah, nein, doch nicht mit Kenia, ich meine Libyen. Kenia nicht. Geht's dorthin? Dorthin? Schön hin und her. Dann schön bis da oben hin und ihr auch. So. Das sieht doch mal nach dem Plan aus. Wenn es gut klappt, habe ich auf jeden Fall den Kongo schon mal relativ platt. Und auf jeden Fall ausgemürgt. Und das ist auf jeden Fall schön. Und dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Euer Schrank.